Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Ja, ich bin's schon wieder. Es wurde ja gesagt, ich hau die Videos raus wie andere Leute die Brötchen. Ja, das liegt daran, ich bin ja zu Hause und ich habe nichts anderes zu tun. Und wenn ich das jetzt noch auf die Reihe bringe, nicht bis morgens um 4 Uhr vorm Computer zu sitzen, sondern auch mal früher ins Bett zu gehen, würde ich es eventuell auch schaffen, vor 12 Uhr aus dem Bett zu kommen. Gut. Was haben wir vor? Natürlich unsere Aprilia RX 50. Willkommen zu Teil 30 oder 29. 29 oder 30, lassen wir dahingestellt. Ich habe einen Tipp bekommen, nämlich ich sollte mal in diesen Karton schauen, um das Vergaserdesaster zu erledigen. Und das werden wir mal gemeinsam machen, damit es nicht heißt, ich verschönere hier irgendetwas. Also verschönern in dem Sinne, dass ich etwas tue, wo es nachher heißen könnte, ja, du pass mal auf. Ne? Wir haben hier die Geschichte mit der Drossel und hier ist definitiv keine Gemischregulierschraube, Umluftschraube oder was immer da drin ist. Hier ist auch nichts. Da ist noch ein Bremsbelag. Hier ist das Servicebuch. Hier haben wir die Unterlagen zur Drossel. Und da haben wir jetzt die ganzen Kleinteile drin. Und das schütte ich jetzt einfach mal hier auf den sauberen Tisch aus. Einmal in den Karton geschaut, wie spät das ist. Und dann setzen wir uns die Brille auf. Und dann machen wir mal Looky Looky, was hier so alles rumschwirrt. Da haben wir noch einen Bremsbelag. Hier haben wir irgendwas von der Auspuff, vom Auspuff. Das ist Müll. Das kann mal weg. Ja. Und leider Gottes, wie man sieht, haben wir hier nur einen Kolbenring. Ja, auch nicht schlecht. Unterlagscheiben, Wellendichtringe. Komplett abgefahrene, also wirklich, wirklich komplett abgefahrene Bremsbeläge. Da ist noch ein Hauch drauf. Die werden wir natürlich sofort entsorgen. Ja, und leider Gottes keine Umluftgemischregulierschraube oder Luftschraube oder was auch immer. Jetzt haben wir ja noch einen anderen Karton. Den Pulisport hier, da scheppert auch irgendwas drin rum. Schauen wir da natürlich auch rein. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, hatte ich da ja reingeschaut. Eine Lümmeltüte, sprich eine leere Plastiktüte, die wir auch komplett entsorgen. Und dann haben wir hier die schwarzen Pulisport und eigentlich nur die Befestigungsschrauben und die Halter. Ja, also auch nichts. Leider, lieber Andi, der Tipp war nicht schlecht, nur es ist leider nichts vorhanden. So, die beiden kommen wieder hier rein. Dann die 1-2 Schrauben, die 2 Halter. Und das war's von dieser Seite aus. So, dann wäre der Karton wieder perfekt. Kriegt ja der neue stolze Besitzer irgendwann. Wird sie ja wohl fertig werden. Und dann kann er das dazu nehmen. Ich schaue noch mal in den Karton, unten in die Laschen. Also sprich so. Ja, also es ist nichts drin. Es kann natürlich rausgefallen sein, weil der Karton ja nicht 100% dicht ist, aber ich gehe nicht davon aus. So, das ganze Zeug wird einfach wieder geschnappt und kommt einfach so wieder in den Karton. Ist alles Zeug, was wir nicht brauchen. Derweil zumindest. Überraschungen können ja noch auftreten. Und ich glaube, naja, das lassen wir auch mal drin. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
So, und dann die ganzen Unterlagen hier wieder mit rein. Dann wäre der Karton hier auch wieder so, wie er sein soll. Jo, die Umluftschraube habe ich bestellt. Die sollte also auch kommen. So, jetzt werde ich mir mal einen Überblick verschaffen. Ich werde das versuchen, heute mal so hinzubekommen, dass ich das vorher plane, mir zurechtlege, mir überlege und dann zeige ich euch, was Sache ist. So, nachdem der Ton wieder geht, ich habe die letzten zwei Aufnahmen gelöscht, die werden wir nochmal aufnehmen. Ich kopiere gerade die Videos von der Aprilia auf den Werkstatt-Laptop. Das dauert, das Ding ist nicht das schnellste. Währenddessen habe ich mir ein paar Teile zurechtgelegt, inklusive dem Kabelbaum. Ja, den haben wir schon montiert, den habe ich mit Silikonspray eingesprüht, sagen wir es mal so, abgewischt, sauber gemacht, etwas kontrolliert. Hier und da werden wir noch ein bisschen Isolierband rumwickeln, aber montiert ist er. Jetzt werden wir das ganze Zeug hier einfach anschließen. Ja, den lassen wir so liegen, wie er ist. Da werden wir nicht lange rumscheißen. Ja, da vorne kommt dann das Cockpit hin, da machen wir, tütteln wir hier ein bisschen Draht rum und ein bisschen mit Klebeband und ja, sagt schon, Kabelbinder und dann läuft das Ding schon. Har, har. Nee, natürlich nicht. Hier unten habe ich schon mal, also da ist vom Bremsen, Bremspumpen sauber machen, den Krümmer habe ich schon bereitgelegt. Also so, ich möchte jetzt einfach mal versuchen, den Kabelbaum einzuführen und zwar so, wie es sich gehört. Und dazu brauche ich aber vorher das Video vom Ausbau, damit ich in etwa weiß, wie das Ganze funktioniert, was dann jetzt letztendlich hier demnächst fertig ist. So, wie heißt es so schön, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist wie immer, dass man natürlich auch wissen muss, welches Video ist für welche Baustelle. Ich weiß also anhand von meinem Video, dass das Ding hier auf jeden Fall mal da war. So. Und dann ergibt sich hier irgendwie so ein Winkel, der hier passt. Ja. Dass das ganze Ding dann nachher so hochkommt, das verschwindet dann in der Maske. Das ist der, sieht man überhaupt, was ich da tue. Das ist dann der Anschluss fürs Kombi-Instrument. Hier die Lampe. Das ist Bremslichtschalter. Der wird dann hier wieder zurückgeführt und kommt dann hier bei der Bremspumpe an. Ja. Ja, also ich würde mal sagen, so grob ist das gar nicht so übel. Damit ich hier in etwa einen Anhaltspunkt habe. Muss ich hier mal schauen. Das war Zündung. Die war auf der anderen Seite. Wieso war das Ding jetzt auf der anderen Seite? Das war ja da drüben, ne? Das heißt, der Kabelbaum sollte hier unten zwischendurch gehen. Jetzt muss ich da nochmal Video schauen. So, jetzt Luftfilterkasten. Den nehmen wir nochmal raus. So, glaube ich, müsste der hier dazwischen rein. Warum mache ich das so rum? Weil ich ganz einfach der Meinung bin, so wie man es ausgebaut, in der Reihenfolge, die man es ausgebaut hat, sollte man es auch wieder einbauen. So, war das so? Gar nicht so einfach. Jetzt habt ihr gar nicht gesehen, was ich da gemacht habe, gell? So. Also das ganze Ding soll so rein. Ich war da schon richtig. Nur mit der Position von dem ganzen Ding bin ich noch am Hadern.
dahin und da muss er hoch. Das heißt, wie mache ich das jetzt? Mache ich das ein Puzzle? Ist das ein Putzle? Ein Putzle? 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 Was ist da irgendwie dahinter? Ja, bin ich jetzt zu blöd, um den Luftfilterkasten einzubauen, liebe Leute? Geht das denn? Wie komme ich denn jetzt dahin, wo ich hin will? So. Irgendwo ist immer was im Weg. Immer irgendetwas. Das heißt, ich muss mit dem Ding da dahinter. Da, so, so. Gehen Sie auf schnellen Vorlauf. Fertig zum schnellen Vorlauf. Schneller Vorlauf, Marsch! Befehl ausgeführt, Sir. Ja. So. Dann haben wir das. Das muss so hin, das muss so hin. Und dann wird der so da angeschraubt. Gut. Also eine Schraube, Kreuzschlitz, sagt das Video. Kommt hier rein. So. Gut, da bin ich doch mit einverstanden. Schön. So, schauen wir das Ding an. Ah, ich glaube, da nehme ich eine Ratsche. Da, 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 da. So. Jetzt komme ich da besser hin. Und das hier mal angeschraubt. So, und dann kommt da unten wahrscheinlich auch noch eine rein, so eine Blechschraube nehme ich an. Gerade gesehen auf dem Video, die Teile hier, die kommen da nicht rein. Das ist der Halter für den Sitzbankriemen. So, wo habe ich die? Die lege ich mal dahin. Ja. Ja, das heißt, weiter Video schauen. Wo wird was montiert? So. Also, die kommt hier rein. So. Luftfilterkasten ist montiert. So, dann haben wir den Laderegler. Da ist mir jetzt aber... Oh, das geht schon. So, und laut dem Video war hier nichts. Da war nichts drauf. Und dann nur der Stecker. Und da der Laderegler plus minus hat, bräuchte ich da vermutlich auch keine Masse. Wo habe ich denn jetzt meine Ratsche hingelegt? Ach Gott, ganz da hinten. So, und der kommt dahin. So, ich bin jetzt gerade dabei, den Kabelbaum hier durchzufadeln. Oder ich versuche es zumindest. Weil der muss von rechts nach links. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Was mache ich denn da? Mal schauen. Auf dem Video. Der verläuft rechts. Rechts. Rechts da drüben. Der muss wieder raus. Ja, rechts-links-Schwäche. Komm mal raus, du Tank. So. Jetzt ist die ganze Sache schon wesentlich einfacher. So, die Kabel hier, die müssen darüber. Also, ja, wie soll ich euch das zeigen?
so vielleicht. Geht das so, dass da zumindest ein bisschen was seht. Das ist nämlich alles die Zündung hier. Das heißt, der Kabelbaum muss hier dazwischen. So. Hinter dem Kühlerschlauch. Und dann kommt das Ganze hier raus. Jawohl. So, das war Zündung hier. Dann haben wir hier die beiden für den Thermostat, nehme ich an. Dann haben wir hier den Stecker für den Ventilator. Dann wäre das schon mal fest. So, und dann wird der Kabelbaum. So, dann ist das der Kabelbaum, der jetzt dann hier drüber läuft. So, da haben wir einen kleinen Anschluss. Das müsste der Stecker sein für den Temperatursensor. So. Aha, warte mal. Das heißt der. Oder ist das. Warte mal. Oder gehört das so rum? Der da rein. Das macht mehr Sinn. Und dann kommen hier die beiden Stecker drauf. So. Das Kabel hier rum. Hier eingehängt. Da ist so ein Abdruck. Das sieht eigentlich danach aus, als ob das so drin war. Ja. Und dann wird der hier eingesteckt. Schwarz auf weiß, ja typisch. Typisch Italiener. So, oder? Oder nicht? Sprich, so. Ja, hier schön eingehängt, da drüben eingehängt. Und die Kabel dann so rüber. Würde ich sagen. So, jetzt ist ja der Kabelbaum so einigermaßen verlegt. Diesen Stecker, der so braun aussieht, ja, den habe ich mit dem Schleifvlies, mit der Drahtbürste und mit allem Möglichen bearbeitet. Das geht nicht weg. So, den machen wir nochmal runter. Weil das war nämlich eine Falschinterpretation von mir. Da ist nämlich ein Minuskabel. Das werden wir aber nochmal sauber machen. Schleifvlies. Ups. Ja, Fall über die Donau. So. Na, nicht auf dem Rahmen. So. Und der bekommt jetzt mal eine Behandlung mit was machen wir das? Am besten mit normalem Fett. Mal das Fettkübelchen nehmen. Und dann werden wir da Fett drauf bringen. So. Dann wäre das Kabel. Kommt dahin und kommt dahin. Dann werden wir den mal jetzt kurz anlegen. So, und das Kabel werden wir aber oben rum verlegen. So rum. Und jetzt werden wir das Ding festziehen. Mal anlegen. Und dann kommt der Stecker von hier hinten drauf. Aha, also muss der noch mal runter. Zuerst zusammenstecken. So. Und dann montieren, wollte ich sagen. So, Kabel da dahinter. Und dann anschrauben.
Das auch noch da dahinter. So. Und anziehen. Gut. Das wäre dieses. Das ist das Miniatur-Minus-Kabel. Das Pluskabel meine ich, das Minuskabel wird sich auch irgendwo verstecken. Und das, der ganze Kabelstrang, der muss hinten geführt werden. So, den nochmal da raus. Und da dazwischen durch. So. So. So hin. Glaubt man das, dass das so hinkommt? Oder kommt der? Ich schaue noch mal auf dem Video. So, okay. Dieses Kabel muss hinter den Luftfilterkasten, so was montiert. Und so werden wir das auch machen. Das heißt, ich nehme hier jetzt einfach noch mal den Laderegler raus. Werde das mitsamt dem Laderegler hier hinten rum. So. Und dann hier drüber. Ja, mach mal den Stecker raus. Für Stecker sind und so weiter und so fort. Das müssen wir noch ausschnapsen. Das könnte der Minuspol von der Batterie sein. So. Dann so rum. So. So, ja, genau. So, und jetzt muss der da dazwischen, das Minuskabel oder das Massekabel, dahin. Dann die Schraube und das Ding wieder zusammennageln. So und so. Huh, 380 wird nicht mehr produziert. Eieieiei. So. Das ist das Pluskabel und da das Minuskabel von der Batterie. So. So, und der dann nachher wahrscheinlich hier dazwischen in irgendeiner Art und Weise und dann hier drauf. Ja, das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir so hinbekommen. Hier wäre dann Zündspule. Da sind wir da haben. Das wäre dann hier die Zündspule. Gaszug. Dann kommt noch der Chokezug rein. Nachher dann unten hier dann der Anschluss für den Ölbehälter hier. Da liegt er rum. Gut, dann brauchen wir da noch den Schlauch. Da. Aber soweit wäre ich mit der Elektrik fast einverstanden. So, jetzt montieren wir mal den Bremsbehälter. What is denn das? Ist es überhaupt die richtige Schraube? Beziehungsweise die Klammer die richtige? Nein. Das ist nicht die richtige Klammer.
Das ist die richtige Klammer. So, rein mit der. So. Ach, wisst ihr was? Da machen wir gleich mal eine neue Schraube rein. Passt. Als Schraube entsorgen. Weil wenn wir schon dabei sind, dann machen wir doch da zumindest ein paar Sachen neu. So. Nur anlegen. Ja, es fügt sich so langsam eins nach dem anderen zusammen, was jetzt auch Sinn ergibt. Ja, auch bei mir geht ab und zu mal ein Licht auf. Das ist jetzt also der Schlauch für den Kühler. Jetzt den kleinen Anschluss. Und da geht ein Anschluss zum Vergaser. Und vom Zylinderkopf geht der zweite zum Vergaser. Ja, also sollte das eigentlich so jetzt montierbar sein. Ein wenig flutschi. Hier über den Anschluss. So. So. Und dann auf der anderen Seite an der Kühler. So. Etwas flutschi. Den Anschluss rum. So. Und dann die Schelle. Schauen wir mal. Die kommt so drauf. Und dann kommt der hier drauf. So, und dann ist das da hier am Kühler. Geht vorbei, ja. Der Bogen passt. Das Einzige, was ich mir noch nicht ganz klar bin, ist mit dem Gaszug. Aber das ist egal. Der Schlauch ist auf jeden Fall richtig. Ich suche immer noch meine rote Kombizange. Wer weiß, wo die wieder hingekommen ist. Ist das richtig so? Nee, die Schelle muss ich umdrehen. Da ist die Spitze hier rüber. Das heißt so rüber. Gut. Und dann wollen wir das Ding hier wieder zusammendrücken. So. Tack. Und fest. Genau so wie es war. Das gleiche machen wir dann gleich hier. Und das gleiche machen wir dann gleich hier. Ja, bestes Deutsch. Nice S36. Tack. Gut. Ja, ich glaube, das mit dem Gaszug gehört andersrum. So, ist fixet. Ich habe ganz einfach die Schelle nochmal aufgemacht, den Schlauch runtergezogen. Und das Gasseil hier rausgefudelt. Das jetzt so oder so oder irgendwie anders kommt, das werden wir sehen. Aber die Verlegung war hier rüber, anders hätte es keinen Sinn gemacht. So, jetzt habe ich dann gesehen, Zündspule kommt dahin mit zwei solchen Klammern. Einmal. Zweimal. So, machen wir einmal das Minuskabel. Und dann haben wir nochmal ein Minuskabel. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal hier so grob ansetzen. Und dann wissen wir auch gleich, wie das mit dem Gaszug zu funktionieren hat. So, einmal. Wie machen wir das mit dem Kabel? Etwas Rostschutz.
Minus vom Kabelbaum, Minus von der Zündspule und hier drauf. Und dann muss ich echt mal schauen, darüber und hier rüber. So, wo musst du denn jetzt da rein? So. Mag mich nicht. Aber jetzt. Nur mal so anlegen, so grob. Machen wir dann nachher gleich mit der Ratsche fest. So, das wäre dieses. Jetzt muss ich mal schauen. Gaszug. So. Ich glaube, ich habe das mit dem Gaszug herausgefunden. So sollte das eigentlich funktionieren. Können wir hier mal pro forma schon mal zusammenstecken. So, dann waren das diese Stecker. Da muss ich schauen, wie das noch mal war hier. Grün, rot, weiß. Also weiß. Weiß kommt hier. Rot. Grün. Und dann ist die Frage, ob dieses Kabel da angeschlossen wird. So, das wäre der Kerzenstecker. Und gleich mal drauf. So. Eingesprüht mit Silikonspray und dann einmal durchbürsten. So, und dann ist das Ding blitzeblank sauber. Und dann wird das hier reingeschraubt. Einfach zwei ganz popelige Blechschräubchen. Also das ist schon ein trauriges Dasein, was das Ding fristen muss. So, wieder ein Bauteil weniger. So. Dann werden wir mal schauen, dass wir den Krümmer da wieder reinkriegen. Kann ja nur so hinkommen. Geht ja gar nicht anders. Dichtung gibt es da keine. Halt. Mit zwei Schrauben in der Hand geht das nicht. Zuerst die Schraube hier rein. So, einmal. Dann gehe ich mal auf die andere Seite und schaue, dass ich da die zweite Schraube reinbekomme. Das Kabel wird natürlich nachher noch sauber verlegt. Aber das will ich alles erst machen, wenn ich weiß, wie das Ganze montiert wird. So. Und dann sitzt das ganze Teil so. So. Also, die Hupe gehört da nicht hin. Da wird der Auspuff festgeschraubt. Das habt ihr natürlich gewusst und habt mir nichts gesagt. Aber das ist ja auch nicht so wild. Wir sind ja hier zum Lernen, Schrauben und so weiter und so fort. So, also ist nämlich auf dem Video nicht zu sehen. Ich muss da daheim noch mal die Rohdateien anschauen. Das machen wir auf jeden Fall schon mal so. Die lassen wir jetzt mal hier oben so hängen. Ja. Ja. So, jetzt machen wir mal den Endschalldämpfer montieren. Abgespangelt habe ich sie schon. Da kommt ja hier ran. Nur mal ansetzen, dann machen wir alle aber auch
eine kürzere Schraube rein als wie dieses lange Ding. Sowas ewig langes brauchen wir ja nicht. Glaube ich doch. Oder kommt da noch was dran? Heck oder sowas? Keine Ahnung. Wir lassen das jetzt mal so. Das ist nur mal so ein provisorischer Aufbau. Weil wie gesagt, der Auspuff muss sowieso noch mal runter. Aber ich will wissen, ob das Ganze so passt oder nicht. So, testen wir das mal an, wie das da funktionieren könnte. Der kommt da durch. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Mit drehenden, habt ihr gesehen, drehenden Bewegungen. So, so und so hält schon ein anderer. Hier ist die Schraube, da ist die Scheibe. Jetzt kommt hier die Schraube durch. So, und dann kommt hier der Auspuff drauf. Und dann kommt Scheibe und Mutter von der anderen Seite. Puh. Ei, wie dann? So, so, so. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich nicht viel sehen. Außer, dass mir das Ding wieder abstürzt. Da könnte man jetzt vielleicht sogar hergehen und könnte hier mal den Krümmer mit einer Schraube festmachen. Bleibt doch da drin. Zeh fix noch einmal. So. Ich würde gerne hier eine einzige Schraube reinmachen. Wieso konstruieren die das nicht? Scheißhupe. Wieso konstruieren die das nicht mit einem Silent Block? Es wäre so einfach. Eine auf der einen Seite die Mutter lösen, Auspuff rausnehmen, fertig. Nein, da muss man so eine starre Verbindung, damit es noch mehr vibriert. Naja, ich dürfte keine Motorräder konstruieren. Könnte kein Mensch bezahlen. So, der kann nicht mehr weg. Jetzt machen wir hier drüben mal eine Schraube rein, nur mal anlegen, und dann verschrauben wir hinten, und dann weiß ich, was mir eventuell an Kabeln und so weiter im Weg liegt. Jetzt bin ich gerade hier, wo sind wir, da am Gange, hier einfach mal eine Schraube von den versifften noch, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal Probefitting, um ganz einfach zu vermeiden, dass ich da irgendwie mit Kabelverlegung und sonstiges, wo bist du hingefallen, keine Ahnung, habe ich dich schon, sehe ich dich schon. So. Also wie gesagt, ein Probefitting, um ganz einfach keine weiteren Montagefehler zu machen. Lieber einmal zu viel an- und abbauen, als einmal zu wenig. So, und die Schraube ist hier, die kommt da unten rein. Einfach nur mal von Hand anlegen, dass das Ganze mal so hält. Gut, so, da sind wir fest, da sind wir fest. Den Eltschallendämpfer habe ich da fest, die Schraube ist verkürzt. Und jetzt machen wir da noch den Halter fest, den da. Und dann ist der Auspuff montiert. Dranbleiben, schauen wir mal. Könnte das eventuell so hinkommen? Was würde Sinn machen?
Muss ich nochmal schauen, ob die Schraube da schon draußen war, als ich die Hupe abmontiert habe. Habe ich keinen Plan mehr, wo die Hupe war, verdammt. Gibt es das denn? So, damit ihr das Desaster auch miterleben könnt, das ist mir jetzt schon zum vierten Mal wieder runtergefallen. Jetzt werde ich das aber hoffentlich hinbekommen. Würde doch Sinn machen, oder? Und wenn es keinen Sinn macht, dann ist es jetzt halt so. So, jetzt habe ich hier wunderschönen neuen Silikonschlauch. Der passt hier perfekt drüber. Dann so eine kleine Schelle nehmen. So, und das dann hier rüber zum Vergaser. Also sprich an einen dieser Zumpel. Und dann brauchen wir noch einen von diesem zu diesem. Ja, mal schauen. Also brauche ich jetzt die Länge von dem Schlauch, was dann ungefähr hier wäre. Da. Ja, mit einem Seitenschneider besser. So, nehmen wir da den unteren Anschluss, wo dieser Schlauch dann drauf kommt. Das passt nämlich auch, das geht schwer saugend, aber ziemlich schwer. So, und dann brauchen wir nur noch ein Stück von hier beim Zylinder. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Geht auch schwer. Hier rüber. Dann schneiden wir das Ding hier ab. Da habe ich mir Schere geholt. So. Und dann tun wir den mal da drauf. Und das Ding geht wirklich so schwer. So. Ja. Also ich würde sagen, da sind wir gut dabei. So. Jetzt werden wir den Ansaugstutzen mal festmachen. So, haben wir den da schon fest? Ja. Ja, noch nicht ganz drüber greifen. Ich zeige euch gleich, was ich gemacht habe. Oder vielleicht seht ihr es schon. So, ich habe hier mit Kabelbinder das Ding festgemacht. Wo sind wir denn da? Da? Wo ist mein Finger? Hallo, wo ist mein Finger? Rauszoomen. Weiter hoch. Da. Naja, da. Ja, das hält. Da braucht es keine Gedanken drüber machen. Diese kleinen Schläuche, da ist kein Druck drauf. Oder wenn, dann nur minimal bei dem Zweitakter. Weil jetzt machen wir nämlich die Dichtprobe, oder? Genau. So, Radiator Cooling. Fertigmischung minus 37 Grad. Das kippen wir jetzt einfach mal da rein. Auf Maximum. Dann wäre das schon mal erledigt. Und dann wird das so langsam aber sicher durchfließen. So. Und das sinkt jetzt langsam ab. Gut. Also das wird eine Weile dauern. So,
Der Behälter wäre gefüllt etwas über Maximum. Ich habe da mal reingepustet, ich habe da mal dran gesaugt. Also es wäre jetzt natürlich pfundig, wenn wir da irgendwie Unterdruck da drauf bringen würden. Aber so einen großen Anschluss habe ich nicht. Folgedessen sollte das so eigentlich mal ausreichen, bis die Kiste läuft. So, ich mache jetzt hier gerade die Unterverkleidung rein. Das ist eigentlich kein großartiges Thema. Da waren wieder zwei falsche Blechmuttern drin. Oder diese, ja, Blechmuttern. Ist ja auch gleichzeitig der Batteriekasten. So, dann haben wir da noch die Schraube. Einfach mal so anlegen, wie man meint, dass es hinkommt. So, da ist der Batteriekasten. Hier ist fürs Verbandspackel und so. So. Dann will ich doch noch das Teil hier mal montieren. Und damit da keine Kabel eingeklemmt werden, schieben wir die alle drei hier durch. War nämlich vorher auch nicht so. So. Dann wäre hier Loch finden. Die Inbusschraube. Passt. Und dann noch hier die Inbusschraube. So. So wäre das. Machen wir das mal anschrauben. Wenn ich denn die Löcher finde. Mal zweimal. Blinker habe ich bestellt. Oder zumindest einen Blinker. Eventuell müssen wir da noch einen zweiten Blinker organisieren, aber das ist ja mal wurscht. Dann hätten wir das Heck schon mal so weit dran. So, mal da mal schauen mit den Steckern. Wie kommt das? Das kommt so da drauf. Einmal. Dann haben wir hier. Nein, sehe ich nicht auf dem Video, welcher Stecker jetzt wo drauf kommt. Ich würde das jetzt einfach zusammenstecken. Oder? Moment, einmal. Ah ja, okay, das geht. Haha, das ist cool. Das ist einmal Mama und Papa und das ist einmal Papa und Mama. Das heißt, die kann man gar nicht vertauschen. So, und das mit den Kabeln hier, das sieht alles recht gut aus. Hier haben wir das Minuskabel, hier haben wir das Pluskabel. Das hieße, was das für ein Kabel ist, müssen wir noch rausfinden. Sollte jetzt mal nicht da reinkommen. Das hieße jetzt so. Ja, hier dann das Minuskabel. Bup, und hier das Pluskabel. Schön. Gerade auf dem Video gesehen, das waren die Schrauben hier. Also werden wir da eine nach der anderen noch mal austauschen. So, und hier, ich kann das jetzt schlecht zeigen, kommen wieder diese Muttern hier rein. So. Und dann wird es von unten verschraubt. Das Heck. Das Teil da. Das dann. So und so. Das heißt, da und da. Da gehen dann die Schrauben durch. Genau,
von unten. Gut. Und das sind was für welche? Das sind so Blechschrauben, schätze ich. Blechschrauben. Aha, okay. Da wissen wir das auch. Das wären dann die hier. Die werden dann einfach von hier unten durchgeschraubt irgendwo. Gut. So, ich schraube jetzt hier gerade die Unterschale mit den zwei anderen Schrauben fest. Wenn ich dann das Loch finde. Da. Also dann wäre das fest, das fest, das fest. Dann können wir das hier anschrauben. Die 8 Newtonmeter kriege ich mit dem Drehgriff, oder 8 bis 10 kriege ich mit dem Drehgriff super hin. So, da la. Bremspumpe. Schön vorsichtig. Nicht das Gewinde versauen. So, das packt. Ja, das sieht schon so gut aus. So. So. Ratsche. Einmal. Zweimal. So, das ist Bremslichtkabel, Bremslichtschalter, zweipolig. Wo haben wir hier ein zweipoliges Kabel? Das ist nicht zweipolig, das ist nicht zweipolig. Grün, ja, könnte Bremslicht sein. Also muss das Kabel hier so, hier durch. Und da rein. So. Tschuck. Kabelbinder drum. Hier unten auch ein Kabelbinder. Nein, kein Kabelbinder. Da ist ein Halter. Nein, das ist die Bremsleitung. Die kommt ja hier in einem Bogen. Muss ich da noch das geht ja hier in so einer Schlaufe so rüber. So. Neue Dichtringe. Aufbereitete Hohlschraube. So. Passt. Dann haben wir diese Halter, der dann einmal dahin kommt und einmal dahin und einmal dahin. Ruckizucki 5er Gewinde reingeschnitten. Ruckizucki eine wunderschöne Edelstahlschraube genommen. Und ruckizucki das Ding da angeschraubt. Flupp. Hier auch. So, sieht doch cool aus, oder? Oh, entschuldigt bitte. Ihr seid ja schon da. Ja, ihr Lieben,
Es schreitet voran. Stück für Stück bekommt die Aprilia wieder ein Gesicht. Ich schätze mal, dass wir kriegen wir am Wochenende das Ding hin, dass es einen Huster von sich lässt. Das wäre ja natürlich noch ein Tüpfelchen auf dem i. Ich bin nämlich jetzt gerade am Schauen, irgendwo geht mir nämlich was ab. Und zwar, was das hier für beide, was das für Stecker sind. Einmal ein zweipoliger und dann nochmal ein zweipoliger. C'est la vie, liebe Freunde, es ist jetzt 20 vor 7, also 18.40 Uhr. Der Papa muss die Fliege machen, der muss nach Hause. Muss noch ein bisschen was einkaufen und dann soll es schon losgehen. Ich bin zufrieden, muss ich sagen. Manche sagen ja, ich muss zugeben, aber ich gebe ohne meinen Anwalt überhaupt nichts zu. Ja, ihr Lieben, so fügt sich ein Teil zum anderen. Das kleine Resümee von heute. Wir haben den Kabelbaum grob verlegt. Vorne müssen wir noch, hinten sind wir fast soweit fertig. Hier haben wir dann noch ein paar Befestigungspunkte. Wir müssen noch ein bisschen mit Kabelbinder arbeiten. Aber das wird schon. Dann haben wir ja das Kühlsystem gefüllt, wir haben die Schläuche, wir haben herausgefunden, wie das mit der Vergaservorwärmung ist. Ob die dranbleibt, liebe YouTube-Gemeinde, fragt mich nicht, derweil soll es mal dranbleiben. Ja, laufen müsste ich mir beim lieben Alexander die Gemischregulierschraube oder die Umluftschraube ausleihen. Und, aber ich will mal nichts versprechen. Ich möchte das schon so machen, dass das Ding Hand und Fuß hat. Aber ich bin natürlich genauso gespannt wie ihr. Die Maschine ist vorher nie gelaufen. Und ob das alles so funktioniert, meiner Meinung nach sollte es funktionieren, außer der Vergaser macht Probleme. Nochmal ein Schlückchen. Die Zuweisung der Schrauben. Ich habe hier doch tatsächlich 1,5 von meinen Kistchen, wo die Zettel nicht drin liegen. Und ich habe so die vage Vermutung, der hier hat keine Zettel geschrieben. Aber Freunde, das sind Schrauben. Und ich glaube, die Aprilia wird sich nicht beklagen, wenn sie hier und da mal eine neue Schraube bekommt. Für meine Begriffe das Wichtigere, dass alles zusammengeschraubt ist, anstatt hier dafür zu sorgen, dass das ganze Ding Show und Schein hat. Auspufftechnisch, wie gesagt, ich habe dieses Antiblau und dieses, mir fällt jetzt der Name nicht ein, dieses Spezialmittel, was ja richtig gut auf diesen Pseudoödelstahl, auf den Edelstahlanlagen richtig gut funktioniert, das werde ich mir noch besorgen, aber das ist Kokolores, das ist dann nachher. Wenn sie fertig ist, wenn sie läuft, kann man das immer noch machen. Und wenn ich Lust habe, mache ich es. Und wenn ich keine Lust mehr habe, der neue Besitzer darf gerne Hand anlegen. Ja. Ihr kennt mich, ich mache das sowieso. Knackpunkt wird dann nachher noch sein, ungelegte Eier, um nochmal auf das Thema ungelegte Eier zu kommen, dass wir die Plastikteile polieren. Ob ich das hinbekomme, ich weiß es nicht. Ich werde mein Bestes geben. Ja, was haben wir noch gemacht? Das Kühlsystem gefüllt. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Kühlerstand? Einmal kurz blicken. Ja, unverändert bis jetzt. Der Kühlerdeckel ist nur aufgelegt. Es kann also Luft rein, wenn Luft rein möchte. Schade, dass ich nicht so einen großen Anschluss habe, dass ich da im Ausgleichsbehälter einen Unterdruck erzeugen kann, weil dann würde die Luft alleine rauskommen. Aber das ist ein Selbstentlüfter, der hat einen Kreislauf. Und folgedessen wird das auch funktionieren. Ja, die Elektrik, Schläuche, Kabel, Schellen, haben wir alles gemacht. Schön sieht sie aus, muss ich sagen. Das mit dem Schwarzpulverbeschichten, meiner Meinung nach, genau die richtige Entscheidung. Das sticht nicht raus. Rot wäre
Das Rot wäre nicht so gut. Ich glaube auch, die Gabel, die wird richtig heftig. Wenn wir da nachher noch die Kayaba-Aufkleber drauf machen, das wird. Luftfilter haben wir montiert, Heck haben wir montiert, Luftfilterkasten haben wir montiert, Heckunterschale haben wir montiert, das Heck ist fertig und angeschlossen. Eventuell werde ich da mit dem Rücklichtkabel nochmal doch wieder auf die alte Verlegung zurückgehen. Scheint mir logisch bzw. besser zu sein, aber das werden wir sehen. Ja, und dann wird demnächst die Front in Angriff genommen. Jetzt seid ihr wieder auf dem Laufenden, ein ewig langes Video. Mal sehen, ob ich zwei Teile draus mache. Liebe YouTube-Gemeinde, herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Viele haben weitergeholfen. Ein paar haben gesagt, ich bin verrückt, so viele Videos rauszuhauen, aber was soll ich tun, Fisch? Im rechten Eck machen wir mal Zerlegung Teil 3. Das ist so in etwa das, was wir heute so gemacht haben. Und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken, kostet nichts. Bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Für euch. Baba.